Schönen guten Hallo, in diesem Video zeige ich euch den mir schnellst bekannten Weg, die drei Mounts, erste Dame der Lebensbinderin, lodernder Drache und Experiment 12b aus Drachenseele zu farmen. Zunächst ist es wichtig, den Schwierigkeitsgrad auf HC zu stellen, da die erste Dame der Lebensbinderin nur in HC droppen kann. Als erstes ignoriert ihr gekonnt alle Elementare, um den Boss am Eingang zum Tempel in zwei Hälften zu spalten und beide Hälften auch noch zu hauen. Nun geht ihr in den Tempel rein und springt erstmal links auf den grünen Drachen, der euch zum nächsten Boss fliegt. Da wartet der Kriegsherr Zornos auf euch, welcher euch ein geheimes Kuchenrezept verrät, in der Hoffnung, dass er weiterleben darf. Nur leider verstehen wir ihn nicht, also töten wir ihn. Mit einem Portal geht's zurück zum Tempel und wir nehmen den nächsten Drachen. Der fliegt uns zu Yozage, welcher gerade dabei ist, seinen Schülern eine Matheformel beizubringen. Weil diese Welt aber kein Mathe unterstützt, töten wir ihn und anschließend auch seine Schüler, die auf uns losgehen, weil wir ihren Lieblingslehrer gekillt haben. Wieder geht's mit einem Portal zurück und mit dem nun erschienenen Drachen können wir auf die Spitze des Tempels. Oben angekommen fangen die vier Drachenaspekte und Thrall plötzlich an zu reden. Als hätten die nicht bis gerade eben noch Mittagspause gemacht. Ist ja nicht so, als hätte das Portal nicht schon lange stehen können. Nach kurzer Zeit öffnet sich also ein Portal, welches wir benutzen, um zu Hagara zu kommen. Ich mach's mal kurz. Kugel anklicken, Ads killen, Hagara killen, Portal zurück, Kalekos ansprechen, warten, Zwal ansprechen, warten, Drachen töten, warten. Nun erscheint der erste Boss, welcher einen Mount droppt, Ultraxion. So episch sein Erscheinen auch ist, er war schon damals nichts Besonderes. Geht aufs Schiff, sprecht Swayze an. Sprecht nochmals Swayze an. Jetzt müsst ihr möglichst viele Meteore abfangen, die Ads töten, den großen Meteor abfangen, dessen Fläche man seit einigen Patches nicht mehr sieht. Und am wichtigsten ist es, den Zwielichtspionier zu töten, bevor er durch die Tür kommt. Das alles macht ihr, damit euer Schiff nicht kaputt geht. Sobald ihr dann genug Drachen, die am Rand mit Harpunen rangezogen werden, getötet habt, kommt endlich der Boss. Auf diesen schlagt ihr ein, bis er seinen Drachen ruft, auf den ihr ebenfalls einschlagt, bis er wieder abhaut, um anschließend die Scheiße aus dem Boss zu prügeln. Danach sprecht ihr wieder Swayze an, dem man übrigens als Hortler für die Horde zuruft, obwohl er ein Mensch ist. Es wäre ja völlig abwegig gewesen, den Ork nebendran damit anzusprechen. Nun fallt ihr mit einem Fallschirm, der sich ohne auch nur irgendeine Leine zu ziehen, nach etwa 4 Sekunden öffnet, auf dem Rücken von Todesschwinge. Also ich bin ja kein Experte. Aber selbst wenn das Fallschirme sind, die sich automatisch öffnen, finde ich 4 Sekunden nach Absprung doch ein bisschen kurz. Wenn man das Solo macht, wird man dazu gezwungen, ständig links und rechts zu rennen, da Todesschwinge ununterbrochen versucht, sich zu rollen. Links alle Tentakel töten, rechts alle Ads töten, links Blubs spawnen, rechts Blubs töten, links 9 tote Blubs sammeln, rechts Tentakel töten, links Elementar spawnen, rechts Elementar durch tote Blubs ziehen, links dadurch bekommt es Stacks, rechts 9 Stacks sammeln, links Elementar an die Platte mit der großen Spitze ziehen, rechts Elementar töten, links die Platte löst sich, rechts das Ding unter der Platte töten, links die Platte fliegt ab, rechts das Ganze noch zweimal, links, rechts, links, rechts, rechts. Nach der dritten Platte ist der Boss schon geschafft und Thrall schießt mit der Drachenseele einen Laser auf den Rücken von Todesschwinge, auf dem wir übrigens noch drauf sind. Da sind wir noch nicht runter, Thrall! Spinnst du eigentlich? Wir stehen also jetzt am Mahlstrom. Thrall ansprechen, warten, Thrall ansprechen. Jetzt kommt Todesschwinge erstmal mit seinen 4 tentakelartigen Krallen wieder. Wer kennt sie nicht? Die Tentakeldrachen. Sie haben 2 Flügel und 4 Tentakel, aus denen noch mehr Tentakel kommen. Nun springt ihr aber einfach von Plattform zu Plattform, tötet die Tentakelkrallen und anschließend den Kopf, der in der Mitte nochmal runterkommt. In eurer Beutetruhe können jetzt sogar 2 Mounts drin sein, falls nicht, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt eure Gilde und wenn nicht, dann nicht. Ciao, rein.